Was wissen wir über Shepard? Nix. Er ist in den Kolonien aufgewachsen. Er weiß, wie hart das Leben da draußen sein kann. Seine Eltern wurden von Sklavenjägern beim Angriff auf Minduir getötet. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Akuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Äh, 2148 entdecken Forscher auf dem Mars Überreste einer alten raumfahrenden Zivilisation. In den darauf folgenden Jahrzehnten konnte mit Hilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden. Diese Reisen selbst zu den entferntesten Sternen möglich machte. Mass Effect! Moin Florian, was geht, Digga? Schön, dass du wieder mit dabei bist. Warte, was meinst du mit Bild raus? Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. So, wir können jetzt endlich selber bestimmen. Alles klärchen. So, warte mal. Florian hat jetzt Rainbow Six Extraction. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dir macht das auch Spaß. So, und weiter geht's. Sie übertreiben. Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Nun, er wild. Also ich muss sagen, dafür, dass es steinalt ist, das Game, lässt sich das, glaube ich, rein optisch viel besser genießen als Witcher 1, aber nicht falsch verstehen, wir machen Witcher 1 noch weiter, ne? Also so ist es nicht. Ich habe jetzt nur erstmal einen Puffer. So, ja geil, Digga. Da sind wir. Wir müssen mit Joker sprechen. Lol, jetzt ist die Brücke. Warum sitzt da keiner mehr? Kann ich jetzt selber? Der Aufbau ist aber ein bisschen lost, oder? Warte mal. Das hier ist doch jetzt die Brücke, ne? Da sitzen die Leute. Aber man sieht ja gar nichts nach da draußen. Bin ich ehrlich? Oh. Ah. Kann ich mal.
Sieht ja gar nichts. Erstmal Schiff von innen demolieren. So muss es auch gemacht werden. So, Digga, kann ich mit dir reden? Komm, wir gehen mal. Ist das hier ein Fahrstuhl? I'm not entirely sure, my friend. Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. ESL in der Zukunft, Leute. 5 gegen 5. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Kann ich denn die Waffe eigentlich ganz wegpacken wieder? Sorry, Leute. Ich will bloß kurz meine Waffen durchtesten, ob mit denen alles noch in Ordnung ist. Ist ja auch egal. Ich habe gerne Waffen da. So, moin, Digga. Bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich mit Leuten rede. Mit der Leertaste natürlich. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Ach, das war der Ausgang. Ach so. Er will mich sehen. Hallo? Ich bin gerade auf dem Weg, um ihm einen Statusbericht zu geben. Bei allem Respekt, Sir. Vielleicht wird er Ihnen ja dann endlich verraten, was wir hier eigentlich machen. Sie erhalten nur die notwendigsten Informationen, Presley. Führen Sie einfach die Befehle aus. Verstanden, Commander. Respektvoll immer schön verhalten, weißt du, Digga? Also, entspann mal deinen Gesichtsmuskel. Kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das Niles uns nicht sagen will. Aha. Was ist das für eine irre Theorie? Der Captain hat hier das Kommando. Er würde keine Befehle von einem Spectre akzeptieren. Er hat keine Wahl, Doc. Die Spectres müssen sich vor niemandem verantworten. Sie können praktisch machen, was sie wollen. Jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Ach so, ja? Sie haben zu viele Spionagevideos geschaut, Jenkins. Sehr interessant. Komm, wir reden mal mit Jenkins. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Das kommt darauf an. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Ja, eben. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission. Der beste Kampf ist der, den man umgehen kann, Leute. Was können Sie mir über Niles erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch. Und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Mit Niles selbst habe ich kaum gesprochen. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hörte, dass Niles einmal ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Ich kann es kaum glauben. Ich bin auf einer Mission mit einem echten Spectre. Alles klar. So, warte mal. Gehen wir doch direkt mal drauf ein. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Ja, weiß ich nicht. Also ich denke mal, auch die haben irgendwo Regeln. Aber okay, wenn dieser Zitadellrat ist wahrscheinlich das Höchste, was es so mit gibt. Wahrscheinlich auch so geheimdiensttechnisch oder so. Sie stammen von Eden Prime, oder Jenkins? Wie ist es da? Es ist ein sehr friedlicher Ort, Commander. Alles wurde in aller Ruhe entwickelt. Es gibt kaum Probleme mit Lärm oder Verschmutzung in der Stadt. Meine Eltern lebten im Außenbezirk der Kolonie. Nachts bin ich immer auf diesen großen Hügel geklettert, um über die Felder hinweg die Nachtlichter der Kolonie zu sehen. Ist ja der Stahlrusse hier. Wundervoller Anblick. Kennt ihr den YouTuber? Oder mir klar, dass es dort so ruhig für mich sein würde. Darum bin ich zur Allianz gegangen. Selbst ein Paradies kann auf Dauer langweilig werden. Wissen Sie, warum wir nach Eden Prime fliegen sollen? Keine Ahnung, Commander. Eden Prime ist eine unserer stabilsten Kolonien. Ein guter Zielort für den Testflug der Normandy, schätze ich. Es gibt keine wirklichen Gefahren dort. Aber es muss noch etwas anderes dahinter stecken. Wir haben einen Spectre an Bord. Deswegen bin ich ein wenig aufgeregt.
Ich kann es kaum erwarten, dass die eigentliche Mission beginnt. Alles klar. So, naja gut. Der Captain wartet auf mich. Ja, das mit Crisis 4 habe ich auch gelesen. Beziehungsweise heute gesehen. Finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Ich habe noch nie, ich habe noch nicht einen einzigen Crisis-Teil gespielt. So. Was? Was denn du, Mann, nochmal? Mann? Ja, bitte, Commander. Ja, was komm. Kann ich für Sie tun? Ja, nee, komm. Ist gut. Der Captain wartet auf mich. Ja, dieselben Gesprächsthemen. Passt schon. So. Wir könnten jetzt dahin gehen. Wir können aber auch an das Pult gehen. Aber wir gehen, glaube ich, erstmal zum Captain, ne? Warum? Was ist denn mit deinem Internet? Ich guck mal kurz was. Okay, wir können hier noch gar nichts machen. Alles klar. Alles klar, gut. Wahrscheinlich erst später, wenn wir von A nach B reisen, wa? Oh. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Okay, was macht der jetzt hier? Niles? Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Also rein instinktiv würde ich sagen, das ist die böse Rasse und der hat irgendwas Böses vor. Guckt ihn euch an, aber man weiß ja nie, ne? Man hält es sogar für ein Paradies. Ja. Was denn mit deinem Internet, Florian? Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Und die sehen schon geil aus. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wissen Sie etwas Besonderes? Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Ah, und da ist der Captain. Dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ja, was ist hier los? Dürfte ich Sie um eine Erklärung bitten, Captain? Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Warum bin ich voll der Dumbo? Was ist da los? Wegen meinen... Hä? Verstehe ich nicht. Nenn mir ein Merkmal, warum. So. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Ja krass, also hier kristallisiert sich schon so einiges raus. Ja okay, von vorne hast du ein bisschen recht, dass wir aussehen ein bisschen wie Dumbo. Ja gut, ist... Ohren habe ich auch nicht bearbeitet, bin ich ehrlich. Aber hier kristallisiert sich schon wieder raus, ne? Allianz, Menschheit sagt, ja, für uns wäre das voll das Krasse und, obwohl, da gibt es ja noch andere, ne? Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Da ist noch etwas, Shepard. Niles ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Hä? Was soll das? Seit wann müssen wir uns vor den Spectres verantworten? Sie sind klug genug, um zu wissen, wie die Dinge laufen, Commander. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Krass. Also wir werden sowieso eher die gute Schiene machen und wir schleimen uns so ein bisschen bei denen ein. Also wir wollen die Menschheit ja auch voranbringen. Ne? Aber ich dulde keine Abweichung, wenn da irgendeiner nicht mitspielt oder ich merke, da macht jemand ein krummes Ding. Ich kann jederzeit überall meine Waffe ziehen, Leute. Also. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll.
Ich muss mir ein eigenes Bild ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Alles klar, machen wir. Das wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Untersuchen. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie... Oh, der sieht so cool aus, Alter, der Spectre. Dann sind sie verschwunden. Nein, der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Alles klärchen. Ich würde mal sagen, wir wissen jetzt selber nicht so viel. Bin doch seit Juli dabei, oder? Also das Tool lügt nicht. Aber was heißt, das Tool lügt nicht? Ich lade mir die Werte von Twitch runter aus der API. Ich zeige nur das an, was mir Twitch gibt. Also da musst du zwischendurch entfolgt haben und wieder gefolgt haben. Weil wenn du jetzt entfolgen würdest und wieder folgen würdest, ist bei Twitch genau das heutige Datum angegeben. Das heißt, wenn du schon eher mit dabei bist, ja natürlich schon viel länger mit dabei, natürlich, hast du zwischendurch mal kurz entfolgen, wieder gefolgt. Vielleicht hast du auch mal aus... Ja, genau. So, kann immer passieren. So, bereit zu gehen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem. Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Ach du Scheiße. Komm. Wollen wir uns das wirklich angucken oder soll ich helfen gehen? Okay, wir gucken uns das an. Holt Popcorn raus. Nein! Schwere Verluste! Verschiedene Punkte! War das gerade eine Klaue? Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Alter! Das ist aber ein kleines Ding, du. Anscheinend ein Insekt. Statusbericht. Eine Fliege. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Wir haben uns einen hässlichen Charakter erstellt. Der sah anders aus vorher. Der wird von Szene zu Szene immer hässlicher, unser Charakter. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Was passiert mit unserem Charakter? Der deformiert, der zieht sich... Der krempelt sich um.